Herzlich willkommen zum 7-Tage-Sommer-Überraschungskalender. Genau, wieso warten bis zum Adventskalender? Wir machen auch einen Kalender 7 Tage lang, jetzt im Sommer, im Juli 2016. Und heute öffnen wir das Fensterchen zum zweiten Tag. Was wird sich dahinter verbergen? Eine kleine Geschichte vorher oder eine Frage an dich oder mehrere Fragen. Kennst du das, dass es manche Zeiten gibt oder bestimmte Lebensbereiche, wo du ja an und für sich nicht wirklich offen bist für das, was andere zu dir sagen, weil du so einen starken Drang in dir verspürst, hier deine Individualität zum Ausdruck zu bringen? Oder dann gibt es andere Bereiche, wo du Sehnsüchte hast, wirklich tiefe, starke Sehnsüchte, die aber oft unerfüllt bleiben. Oder du hast bestimmte Meinungen, wie Dinge zu sein und zu laufen haben. Und wenn das dann nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, dann, was ist das Ergebnis, ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Gibt es eine Möglichkeit, die Bereiche anzuschauen, zu beleuchten in der Astrologie, wo wir einen totalen Individualisierungsdrang haben, wo wir unerfüllte Sehnsüchte entdecken können und vor allen Dingen auch, was wir tun können, was machbar ist, damit diese unerfüllten Sehnsüchte uns nicht mehr quälen, oder wie wir vorzugehen haben mit bestimmten festgefahrenen Vorstellungen und Meinungen? Klar gibt es eine Lösung, und die Lösung ist in der Astrologie in den äußeren Planeten zu finden. Die äußeren Planeten werden hierzulande, sprich in der westlichen Astrologie, sehr viel angewandt. In der indischen Astrologie werden sie nicht benutzt, doch weil sie hier so von immenser Bedeutung sind und auch wirklich interessant sind, wenn du dich mit ihnen auseinandersetzt und du natürlich erneut viel lernen kannst, reflektieren kannst über dich, deine Persönlichkeit und dein Leben, habe ich ihnen ein eigenes Horoskop gewidmet. Ich nenne dieses Horoskop Basis-Wachstumshoroskop. Warum Wachstumshoroskop? Was haben die äußeren Planeten genannt? Pluto, Uranus und Neptun. Also drei insgesamt, Pluto, Uranus und Neptun. Was haben die mit Wachstum zu tun? Nun, die zeigen Durchbrüche an, Durchbrüche in deiner Persönlichkeit. Ja, extrem große Wachstumsschübe sind durch sie möglich, wenn du weißt, wie sie in deinem Horoskop stehen, was sie beeinflussen, welche Lebensbereiche, welche Personen in deinem Leben sie beeinflussen, welche Wesensmerkmale von dir. Dann hast du einen guten Fahrplan, eine gute Karte, eine gute Mappe, wie du künftig deine Persönlichkeitsdurchbrüche bewusst und aktiv vorantreiben kannst, damit du eben nicht mehr nur unter unerfüllbaren Sehnsüchten leidest oder damit du nicht immer wieder mit Enttäuschungen konfrontiert wirst, weil es nicht aufgegangen ist, das, was du dir vorgestellt hast. Oder damit du verstehst, warum du in bestimmten Bereichen einfach aneckst mit anderen Menschen, weil du dir hier nichts sagen lässt. Also, all das verraten dir Pluto, Uranus und Neptun. Und wie gesagt, hier gibt es ein schönes Horoskop dazu. Es ist wirklich auf den Punkt gebracht. Dieses Horoskop ist kein Softwareausdruck. Also ich klicke nicht irgendwo auf ein Knöpfchen und dann spuckt das aus, sondern es ist von mir selber manuell in Handarbeit erstellt. Aber wie gesagt, auf den Punkt gebracht. Es sind circa 15 bis 18 Seiten, je nachdem, ja, was die äußeren Planeten in deinem Horoskop so alles anstellen. Und du hast jetzt heute im Rahmen dieser 7 Tage Sommerüberraschungskalenders hast du die Möglichkeit, dieses Horoskop zu vergünstigten Konditionen zu erwerben. Was heißt das, fragst du, Frau Feiner, was heißt das also? Das erfährst du gleich. Der Normalpreis für dieses Horoskop, wie gesagt, es sind 15 bis 18 Seiten, klar, präzise erklärt und kompakt, würde normalerweise kosten als Datei, wenn ich es dir per E-Mail zusende, 56 Euro.
Und wenn du es auch als Ausdruck wünschst und ich es dir per Post zukommen lasse, dann sind es 70 Euro, wobei beim Ausdruck auch immer die Datei mit enthalten ist. Das heißt, bestellst du den Ausdruck, kriegst du automatisch auch die Datei zugesandt. So, was machen wir jetzt heute im Rahmen dieser Aktion? Wir machen Folgendes, wenn ich den Stift aufkriege, dass wir einfach sagen, ich gebe dir 10% Rabatt. Mal sehen, ob du das sehen kannst. Das würde jetzt hier bedeuten, dass 5,60 Euro weggehen und dann sind wir bei, so rechnen wir gelernt sein, bei 50,40 Euro, okay? Und als Ausdruck 10% Rabatt, das ist jetzt einfacher, minus 7 Euro wären 63 Euro. Aber weißt du was, ich gehe noch einen Schritt weiter. Du bekommst einfach nochmal 10% Rabatt. Das heißt insgesamt 20%. Also müssen wir hier noch einmal 5,60 abziehen und so sind wir dann bei 44,80. Also die Datei kostet dich nur noch 44,80, wie gesagt nur jetzt im Rahmen dieser 7 Tage, danach ist wieder der Normalpreis. Und hier haben wir nochmal minus 7 Euro, dann sind wir bei 56 Euro. Also der Ausdruck nur noch 56 Euro für dich. Ich habe dir unterhalb dieses Videos einen PayPal-Zahl-Button eingefügt. Klick jetzt einfach unterhalb dieses Videos auf den Zahl-Button, wähle ja, das Format für dich aus. Du hast die Möglichkeit, auch wenn du kein PayPal besitzt, mir es per Banküberweisung zukommen zu lassen. Die Bankverbindung findest du auch unterhalb. Und solltest du dir dieses Video auf YouTube anschauen, dann bitte ich dich, klicke auf einen Link in der Beschreibung zu diesem Video, der führt dich auf eine Webseite, wo du auch den Zahlbutton findest oder meine Bankverbindung. Okay, das war's jetzt schon. Jetzt öffnen oder schließen wir das Fensterchen zum zweiten Tag. Du brauchst nur noch auf den Button klicken und schon kannst du dir dein Basiswachstumshoroskop, die Bedeutung der äußeren Planeten mit 20% Rabatt im Rahmen der 7 Tage Sommerüberraschungs, im Rahmen des 7 Tage Sommerüberraschungskalenders sichern. In diesem Sinne, ich freue mich bald von dir zu hören und ich freue mich, dein Horoskop für dich erstellen zu dürfen. Ciao, ciao!